Ach ja, wer kennt das nicht? Diejenigen, die zumindest eine HD PVR 2 zu Hause haben und nicht die Plus-Variante und sich denken, scheiße, ich habe jetzt eine PS4, möchte jetzt, keine Ahnung, Assassin's Creed aufnehmen oder Knack und damit ein schönes Let's Play machen. Das Einzige, was man sieht, ist ein blau flackernder Bildschirm und etwas Ton. Schöne Scheiße. Woran liegt der Mist? Das liegt daran, dass die PS4, genau wie die PS3, einen HDCP-Kopierschutz drin hat. Immer noch. Im Gegensatz zu der Xbox, die komischerweise keinen drin hat, besteht immer noch die PS, also Sony allgemein noch mit darauf, oder hat es immer noch mit aufgedrückt bekommen, diesen Kopierschutz einzubauen. Nur wegen ihrem Blu-ray-Player. Damit Leute nicht über die PS4, die da vorne steht, die Filme praktisch direkt streamen oder aufnehmen können über einen PC. Obwohl es sämtliche Grabbing-Tools kostenfrei im Internet gibt und ein herkömmliches Blu-ray-DVD-Laufwerk gerade mal, keine Ahnung, 10 oder 20 Euro kostet. Ne? Da verstellt sich sogar die Kamera mit der Schärfe vor Freude. Ja, es gibt aber eine Möglichkeit, den ganzen Scheiß zu umgehen. Und zwar, wenn wir mal ganz genau drauf achten. Ich habe jetzt hier über das HDMI-Kabel, ich sehe das mal jetzt hier vorne, ist die PS4 angeschlossen. Das ist hier vorne an meiner HD-PVR, an der 2er. Ich habe eine normale HD-PVR. Das heißt, ich habe hier hinten keinen optischen Eingang wie die Plus-Version. Die ist ein bisschen teurer, um genau zu sein, um ungefähr 50 oder 60 Euro teurer. Zumindest war sie bei Erscheinung. Von dem her habe ich mir gedacht, nee, komm, die normale reicht auch. Das ist das HDMI-Kabel für die PlayStation. Es gibt zwei Möglichkeiten, so gesehen. Man kann den HDCP-Kopierschutz umgehen, indem man einmal hier das Videosignal und das Audiosignal, das wird ja komplett hier drin übertragen, und nur dann ist der HDCP aktiv. Wenn ihr praktisch über das Menü in der PS4 einen optischen Ausgang wählt für den Sound, den dann an der HD-PVR-2-Plus-Version, da habt ihr hier hinten noch einen optischen Eingang. Wenn ihr den daran anschließt und das HDMI-Kabel, könnt ihr auch in 1080p aufnehmen, so gesehen, ohne Probleme und auch ohne den HDCP-Kopierschutz. Für diejenigen, die hier immer noch den normalen HD-PVR-2 haben, die Version, gibt es noch eine zweite Alternative. Und dieses Wunderwerk nennt sich Splitter. Diesen Splitter habe ich mal über einen Elektronikladen bekommen, oder was heißt, der verkauft speziell Video- und Fernsehzubehör sowie Schnittutensilien, Hardware und Software und so gesehen auch Kameras für richtig teuer Asche. Also das sind dann Hochleistungskameras, die kosten dann teilweise auch schon 15.000 bis 20.000 Euro. Nur mal so als Beispiel. Also es ist wirklich ein Laden eigentlich für Film- und Fernsehproduktion. Der hat mir dieses kleine Gerät geraten. Das ist ein Eigenbau praktisch von dem. Der hat mich damals 300 Euro gekostet. Es gibt keine Bedienungsanleitung, kein gar nichts dafür. Es ist ein simpler Splitter. Praktisch, man hat hier zwei HDMI-Eingänge, wird über einen separaten Stromanschluss angeschlossen. Der teilt dann hier intern die Audio- und Videosignale in zwei Teile, zieht die runter und führt die dann praktisch über die Ausgänge wieder auch über HDMI wieder zusammen. Und so umgeht man nämlich praktisch diesen Kopierschutz. Der wird hier vorne am Eingang auseinandergerissen von der PlayStation. Hier vorne wird er wieder ausgegeben in einen oder auch in bis zu drei verschiedene HDMI-Anschlüsse. Normaler, herkömmlicher Splitter sollte dann ebenso gut funktionieren. Das, was ich jetzt machen werde, das werde ich euch jetzt mal kurz demonstrieren. Man sieht, ich habe jetzt momentan kein Bild. Ich werde jetzt hier dieses HDMI-Kabel von meiner PS4 nehmen. Dann werde ich das jetzt mal hier so einhändig einstöpseln. In der Hoffnung, ich schaffe das hier irgendwie. Betont auf irgendwie. So, jetzt muss ich mein Knie einmal mal kurz mit dagegen tun. Sekunde. Oder auch nicht. Vielleicht sind es auch noch ein paar Sekunden mehr. Vielleicht auch so 20 Minuten. Irgendwann wird es schon drinnen sein. Jawohl. Da habe ich das Ding jetzt hier drinnen. Also von der PS4 geht das jetzt hier, das Kabel, in den Splitter. Hier wird es dann auseinandergezogen. In Audio und Video. Bündelt sich hier vorne wieder über das normale HDMI-Kabel. Das Ende hiervon ist da. Und dann schließe ich das über die HD-PVR, wenn ich das Kabel jetzt mal hier zur Seite gezupft kriege, wieder an. So, jetzt muss ich ja mal schauen, wie schließe ich das an. So rum. So rum ist richtig.
Und wenn ich es jetzt hier reinstecke, so ungefähr, zack, dann habe ich hier wieder mein klares Bild und Ton in 1080p Full HD. So, das heißt, sämtliche Videos, die in der nächsten Zeit kommen werden, das heißt Let's Play, sind nicht so wie früher von der PS3 einfach nur auf 720p aufgenommen und auf 1080p hochskaliert. Abgesehen davon, wenn ihr sagt, alles eine hochskalierte Scheiße. Ja, stimmt, aber die PS3 hat Spiele nur in 720p ausgegeben. Das heißt, jeder, der gesagt hat, mein Spiel nehme ich in 1080p auf der PS3 auf, war gelogen. Man kann es hochskalieren auf 1080p, aber es bleibt letztendlich immer noch ein 720p Format. Die Auflösung wird dabei nicht unbedingt gerade besser. Das hat man auch in meinen Videos gesehen. Man konnte sich zwar in 1080p angucken, aber besser wurde es dadurch nicht großartig. Und man sieht, ich habe hier die Software von der HDPVR2 offen. Ich habe hier das Bild. Den Ton habe ich ausgeschaltet. Nochmal kurz als Beweis. Ich schalte auch hier den Ton an. Und ich denke mal, ihr solltet ihn jetzt hören, das ist der Beweis dafür. Mit der PS4, die da vorne steht, kann man über einen separaten Splitter auch mit der HDPVR2 aufnehmen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, so gesehen. Und vielleicht auch den ein oder anderen YouTuber oder Let's Player helfen, die PS4 praktisch mit hochzuziehen, dass er weiter seine Arbeit machen kann auf der PS4 mit neuen Formaten. Ich habe diese Info habe ich auch nur aus YouTube gefunden, über mehrere Videos verteilt. Die haben zig Tipps gegeben, was man machen kann, über das alte Kabel von der PS3 benutzen oder aber ein komplett teures Produkt kaufen, was man nur auf einer ganz speziellen Seite kriegen kann. Oder auch einen Link zu Sonderklamotten über Splitterboxen, wo es komischerweise nur ein DVI-Out gab, aber kein DVI-In, was eigentlich für die PS4 als Konverter totaler Blödsinn ist, weil die hat halt nur ein PS4, nur einen HDMI-Ausgang. Über ziemlich viele Fake-Seiten durchgelesen. Jetzt habe ich endlich die Lösung gefunden und ganz ehrlich, ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen jetzt mal ein bisschen helfen konnte mit diesen Tipps, die ich jetzt hier kurz aufgenommen habe. Habt noch einen schönen Tag, liebe YouTuber, Leute, die sich das einfach nur so angeguckt haben, weil sie Spaß dran haben wollten, oder auch Leute, die wirklich die Hilfe brauchten. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Falls ja, gebt mir doch mal bitte einen kleinen Like nach oben, das würde mir sehr helfen. Und an dieser Stelle sage ich danke fürs Zusehen. Viel Spaß an meine, Let's Play-Kollegen mit dem neuen mit der neuen PS4 und den neuen Games, die uns alle kommen und erscheinen werden. Und bevor ich mich jetzt hier um den Mund noch fusselig sabbele, sage ich jetzt danke fürs Zusehen und ich denke mal, ich packe jetzt Assassin's Creed 4 aus. Ja, das werde ich machen.